Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4. Wir sind hier das letzte Mal in die Bank gegangen. Na, Diamond City. Ich bin mal gespannt, was hier zu finden gibt. Das Ding kann ich nicht hacken. Gut, anscheinend noch nichts. Wir brauchen erst unseren Meisterstatus im Hacken. Den werde ich haben. Noch lange nicht. Oh, noch lange nicht. Aber das ist eigentlich gut, dass wir das jetzt nicht machen konnten. Alle mal jetzt ruhig bleiben. Okay. Ihr habt in der letzten Folge wahrscheinlich schon gemerkt, dass ich die falsche Waffe auf die 2 gesetzt habe. Ich meine, die Shotgun hat den falschen Slot. So, auf die 3 müsste die Shotgun nämlich. Aber wir werden die wohl doch erst benutzen, sobald wir sie ein wenig aufgerüstet haben. Was so bringt sie noch nicht wirklich viel. Achso, vielleicht vorher noch ein bisschen heilen? So. Reicht für die paar Raider. Können ja alle nicht. Die war gut. Kennst du noch mehr solcher Geschichten? Wie viel Zeit hast du? Ach, ja, ich kenne ein paar. Mal überlegen. Vor ein paar Jahren, als ich... Hey! Oh, wie soll ich jetzt deine Geschichten erzählen? Sollst du meinen Hund nicht treten? Ihr habt die Fallen falsch hingestellt. Mann, Mann, Mann. Das Geschütz, das stand dafür nicht so schlecht. Ich hab mal Pilotenhelm. Oh. Komm schon, du harter Bursche. Komm schon. Fake-mäßig die Tür aufmachen. Oh! Was mir noch eingefallen ist, im Sanctuary soll ja noch so ein Bodensafe sein unter einer Kommode. Müssen wir noch finden. Achso, dich holen wir gleich. Bleib mal da sitzen, beweg dich nicht weg. Vorher müssen wir noch ein bisschen Sachen machen. Nein. Wieso sollte ich? Habt ihr das erwartet? Klatsch! Ja, natürlich nicht. Doch deine Birne weggeblasen. Stimpack! So, klatsch. Klatsch! Ich hab dich aus dem Leben geklatscht. Hartnäckig! Oh. Was ist dir los? Ja, ich hab grad Klatsch getötet. Könnt ihr jetzt nicht alle heulend wegrennen? Nicht. Okay, ich weiß schon etwa die Richtung. Jawohl. Das wär's. Ey! Oh, aber diese Billigpistolen hier. Welcher Mensch braucht eine hohe Feuerrate? Richtig, Leute, die nicht zielen können. Dann entsperren wir mal dieses Terminal. Das wird wahrscheinlich auch nur dafür sein, um den Safe zu öffnen. Oder ist mir egal. Mhm. Das ist es nicht.
Das könnte sein. Das könnte sein. Das ist nicht. Das könnte sein. Das könnte es sein. Ja. Das könnte es auch sein. Verdammt. Könnten die sich mal ein bisschen ähnlicher sein, alle? Ein Treffer. Ich habe natürlich das dümmste Wort dafür genommen. Das O war nicht der Treffer. Kein Ding. So. Das E könnte ziemlich der Treffer gewesen sein. Nur hat hier jedes Wort ein E. Nein. Nein, das kann es nicht sein. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nee, kann es nicht sein. Das könnte sein. Oh. Gar nicht darauf geachtet, dass meine Versuche jetzt alle weg sind. Kein Ding, wir kriegen das schon gehackt, Freunde. Habt nur Vertrauen. Vielleicht kriegen wir es auch nicht gehackt. Upsi. Wo ist der kleine Wichser hin? In 10 Sekunden zurückgesetzt. 10 Sekunden schon um? 5, 4, 3, 2, 1. Von vorne. Und ich soll vielleicht ein bisschen mehr gucken. Revial. Hat das mit irgendwelchen Wörtern was gemeinsam? Klar, mit dem R da oben. Mit dem... Vielleicht doch lieber Pretty. Dann haben wir... Etwas mit vielen Buchstaben drin am besten, ne? Zweiter Buchstabe E. Nur ein Buchstabe. Das ist das E gewesen. Also das zweite E und dann noch was. Es muss an zweiter Stelle schon mal ein E sein. Ja. Alles klar. Safe-Steuerung. Okay. Aber es hat Erfahrungspunkte gebracht, ne? Hat Erfahrungspunkte gebracht. Nur verfickte Feindlinge verstecken sich! Ich störe da nicht weiter. Tut mir leid. Ja, was versteckt sich, Feindlinge? Ich weiß, dass du da bist. Oh! Oh! Pass auf, du! Hast du schon mal gesagt, dass wir ein geiles Team sind? Doch, wir sind klasse. Der nächste Raider kriegt was mit dem Bajonett. Jetzt verreckt endlich! Es war überraschend einfach. Das Schloss sieht stabil aus. Ein Meisterschloss also. Warte. Karte. Wo haben wir denn jetzt hier einen Stift? Ich sehe nicht, das ist zu dunkel. Oh Gott, da. Backstreet Apparel. Back. Street. Apparel. Meister. Safe. So. Was bist du? Bist du ein schöner Stern? Bist du? Oh, hier geht's noch weiter nach oben. Ich glaube, das waren alle Gegner. Ein großer Werkzeugkasten.
Wer weiß, welche Überraschung uns dort drin erwarten. Geschafft. Ein Stealth Boy. Okay. Kann uns auch ziemlich nützlich werden. Mit dem Stealth Boy kann man sich nämlich unsichtbar machen, wie es der Name schon sagt. Du, was gibt's auf dem Dach zu sehen? Nicht sehr viel. Ein paar Sachen. Ja, dann gehen wir jetzt mal das nette Fräulein befreien. Hallo. Wo bist du? Na, ihr Süßen. Wo warst du? Ach, hier. Bitte, du musst mir helfen. Ja. Keine Sorge, ich bin hier, um dich zu retten. Oh mein Gott, danke. Verschwinden wir. Was? Kommst du jetzt mit mir mit, so? Hoffentlich, du bist raus. Schon, da brennt die Bude. Dabei war es einfach nur das Geschütz. Ich glaube, ich habe da gerade eine Falle ausgelöst. Aber hey, ich bin einfach durch die Tür gegangen, weil ich so schlau bin. So. Du rennst mir jetzt nicht hinterher, oder? Ach doch, das tut sie. Oh Mann. Dann gehen wir nach Sanctuary zurück und erstatten da ein bisschen Bericht. Bauen ein paar Waffen. Bauen die Powerrüstung um. Kann man das Zeug wenigstens mal erledigen? Ich möchte mit dir reden. Ich weiß nicht, wie ich dir für diese Rettungsaktion danken soll. Ach. Seid ihr jetzt bereit, die Minutemen zu unterstützen? Na klar. Ich bin froh, dass hier endlich mal jemand versucht, was Gutes zu tun. Du kannst auf unsere Hilfe zählen, wenn du sie brauchst. Danke. So, dann gleich weiter nach Sanctuary. Die meisten Läden sind tagsüber geöffnet und nachts geschlossen. You don't say. Ich hab wieder Durst, ey. Das ist eh komisch. Geht's halt nicht so gut. Na los. So. Doc, gib mal her. Hey! Position halten. Du sollst mit mir reden. Und zwar brauche ich von dir. Das Ding? Den Rest kannst du, glaube ich, erstmal behalten. Ja. Sieht nicht so geil aus. Naja, egal. Aufgepasst. Den anderen Torso kannst du mitnehmen. Zack. Doch, diskutier nicht rum. So, dann können wir hier jetzt unsere Kampfflinte aufbessern. Mächtige Verschluss. Wie viel sie gibt, ey. Automatik will ich gar nicht so. Dann er den.
mal alles im großen. Mittlere Schnelllademagazin. Können natürlich auch einfach so ein Trommelmagazin unten ran machen. Naja, obwohl, schon. Unterlegene Nachladegeschwindigkeit. Ach komm. Genauso viel Schluss, aber schneller laden. Gut, auf eine Shotgun-Bajonett schrauben, ich weiß ja nicht. Ich glaube, das reicht erstmal mit der Shotgun. Die macht jetzt genug Schaden. Dann weiter mit dem Scharfschützengewehr, denn du wolltest einen Präzisionskolben. Hihi. Überlegene Reichweite und Präzisionsschütze, mangelhafte Präzision aus der Hüfte. Das verbessert hier gerade überhaupt nichts. Doch Rückschussdämpfung, aha. Ach doch, die Präzision geht um eins hoch. Das brauche ich. Da habe ich genug. Schnellmagazin finde ich eigentlich Quatsch hier. Ich kann lieber so ein großes. Das Zielfernrohr. Ganz klar noch ein langreichendes Zielfernrohr drauf. Verbesserte Rückstoßdämpfung pro Schuss, verbesserte Rückstoßkontrolle. Fangen wir mal Reichweite. Das erhöht die Reichweite. Ich hatte noch nie so wirklich mit Rückstoß zu kämpfen. Die Reichweite um 6. Na, dann nehmen wir mal die Linux-Bremse so. Was haben wir denn noch Feines? Was kann man an dem Sturmgewehr hier machen? Hm. Nicht wirklich viel Besonderes. Ich finde, unser Scharfschützengewehr sieht schon überragend aus. Was baust du da? Hey, geh diesen Scheißdreck an! Fuck mich nicht! Boah! Aufgepasst! Ja, ich brauche mal da kurz das Jagdgewehr. Da wollten wir auch nochmal gucken, weil ich denke, dass unser Scharfschützengewehr für den Nahkampf jetzt ziemlich schlecht sein wird. Da. Also Nahkampf. Ist ja nur nicht wirklich Nahkampf. Scheiße. Okay, dann halt nicht. Dann hat sie das schon wieder. Dann habe ich halt aufgepasst. Das übermega Scharfschützengewehr. Mehr braucht man eigentlich auch nicht. Ich bin der Killer aus der Entfernung. Haben wir jetzt dieses komische Ding? Ja, Gewehr. Da. Hohoho, was ein Teil. Wie schade macht das Ding jetzt eigentlich? ¿64? Ist ja nichts. Hat das nicht mal mehr gemacht? Moment. Moment. ¿77? Kalibrierter mächtiger Kolben. Brauche ich. Wow. 50er.
Ich denke nicht, dass das mehr Schaden gemacht hat vorher. Aber wir haben ja jetzt auch. Nein. Nein, 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 nein. Zurück. Wer braucht schon das? Bäh. Wenn man das haben kann. Hihihi. Ich bräuchte das Ding noch im Visier. Aber wir haben keine Schrauben mehr. Pulver. Das hier. Verwerten. Dann könnten wir noch theoretisch das Visier da drauf packen, genau. Ja. Sehr gut. Wo ist der Typ jetzt? Da hinten. Hey, ich habe den entführten Siedler gerettet. Wir haben jetzt eine weitere Siedlung auf unserer Seite. Gut. Ein weiterer Erfolg für die Minutemen. Wenn du so weitermachst, haben wir bald das ganze Commonwealth hinter uns. Wenn du Zeit hast, ich hätte da noch was, um das du dich kümmern könntest. Wir können endlich an mehr als nur das Überleben denken. Wir sind so groß geworden, dass es schwierig ist, die Kommunikation mit allen Siedlungen aufrechtzuerhalten. Das ist ein schönes Problem. Und ich habe auch gleich eine Lösung dafür. Ich glaube, es ist an der Zeit, die Burg zurückzuerobern. Sie war früher das Hauptquartier der Minutemen, lange vor meiner Zeit. Gut befestigt. Zentral gelegen und, was am wichtigsten ist, mit einer starken Funkanlage ausgestattet, mit der wir das gesamte Commonwealth erreichen. Ja, und was ist damit? Was ist denn mit dieser Burg passiert, wenn sie doch so gut befestigt war? Das war lange vor meiner Zeit. Aber ich habe gehört, dass irgendeine Art Monster aus dem Meer gekommen und das Fort zerstört haben soll. Aus dem Meer? Viele der Anführer wurden in dieser Schlacht getötet. Und ich schätze, dass niemand das Risiko eingehen wollte, die Burg zurückzuerobern. Ich habe mich immer gefragt, ob der Verlust der Funkanlage der Beginn all unserer Probleme war. Soll ich einen Stoßtrupp in die Nähe der Burg beordern? Klar. Nein, ich mach's alleine. Nein, wir sind noch nicht bereit. Wie du meinst. Lass es mich wissen, wenn du die Sache durchziehen willst. Ich habe einen etwas anderen Auftrag für dich. Unsere Späher haben eine vielversprechende Stelle für eine neue Siedlung gefunden. Sobald du alles gesäubert hast, platziere einen Funkleitstrahl und informier die Siedler darüber. Und bevor du dich versiehst, haben wir da eine neue Farm statt des Ödlands. Wir holen uns das Commonwealth zurück, Stück für Stück. Wie du meinst. Ach, guck mal, wer da liegt. No. Ich muss mal die Pausung auch mal ein bisschen tunen hier. Ich weiß gar nicht mehr, was man dafür braucht alles. Ich glaube, das war es dann auch schon wieder. Obwohl, wir könnten die Burg erobern, und zwar mit dem Ding. Eigentlich, oder? Was sagt ihr? Wir müssen ja kein rechter Arm dran. Der ist kaputt. Schon besser. Peng, peng. Ja gut, dann war es das auch schon wieder für diese Folge. Dann werden wir beim nächsten Mal eventuell eine Burg freimachen. Obwohl, da soll ein gutes Viech drin sein. Egal, schaffen wir schon. Also, bis dann. Ich wünsche euch was. Ciao.